Mein Mädchen. Und ich glaube, dass ich schon einen Plan habe. Doch? Lasst mich ein bisschen nachdenken. Ich möchte ihn reifen lassen. Ausreifen? Reifen? Währenddessen übe ich meinen neuen Tanzschritt. Ja. Und ich kehre zu meinem Sonnenbad zurück. Ich werde mich noch eine Weile ausruhen. Ich bin erschöpft. Ich hab's. Hört mal, möchtet ihr nicht meinen Plan hören? Besser, du erklärst ihn uns, wenn er komplett ist. Einverstanden, mein Süßer. Schon gut. Ich wollte euch nicht damit langweilen. Mal sehen. Gehen wir den Plan nochmal durch. Ich muss die Aufmerksamkeit der Killer erregen und sie dazu bringen, die Hütte zu verlassen. In dem Moment muss ich hineinschlüpfen, Gina losbinden und mit ihr durch die Falltür flüchten. Bei ihrer Rückkehr werden die Killer merken, dass Gina ausgeflogen ist. Jetzt tritt der zweite Teil des Plans in Kraft. Die Kerle müssen in der Hütte eingesperrt werden, damit sie uns nicht verfolgen können. Als drittes brauchen wir ein Transportmittel. Zu Fuß kommen wir nie durch die sengende Wüste. Keine Minute verlieren. Ginas Leben ist in Gefahr. An die Arbeit! Wozu sie völlig grundlos stören? Sie steckt inmitten eines intensiven Sonnenbades. Lula! Hör mal, Lula, warum kommt mir dein Gesicht so bekannt vor? Ich bin mir sicher, dass ich dich irgendwo schon einmal gesehen habe. Ich glaube nicht. Außer du hast mich bei einem unserer Auftritte gesehen. Aber ehrlich, Schätzchen, ich glaube nicht, dass du solche Lokale besuchst, in denen wir auftreten. Ja, du hast sicher recht. Ich muss dich mit jemand anderem verwechseln. Obwohl ich schwören könnte. Egal, lass gut sein. Ich möchte deine Probe nicht stören. Einverstanden. Die typische Ausstattungstruhe für Schauspieler und Künstler. Ich werde sie durchsuchen. Mal sehen, was ich hier finde. Ein Basketball hat keine Luft mehr und die Nähte sind geplatzt. Aber der könnte hier nützlich sein. Ich werde noch einen Blick hineinwerfen. Mal sehen, was ich noch finde. Nichts drin, was mich interessieren müsste. Wow! Sie haben alles mehr als bemerkenswert gut dekoriert. Sehr schick. Gefällt mir. Ich sehe, dass Carla dort hinten liegt. Es sieht aus wie die Kurbel von irgendetwas oder wie eine Taschenlampe oder so. Oh, das ist keine Taschenlampe, sondern ein Handstaubsauger. Bestimmt kann ich ihn für etwas gebrauchen. Es ist voller Lippenstifte. In Ordnung, ich nehme irgendeinen mit. Ich habe nicht vor, mich zu schminken, aber ich kann ihn vielleicht für etwas anderes benutzen. Da sind eine ganze Menge Ringe und Ohrringe. Ich möchte nichts davon mitnehmen. Sie ist schön. In Ordnung. Sicher haben die Mädchen mehr als genug davon. Vielleicht denke ich ja daran und schenke sie dann Gina. Es ist recht interessant. Er hat ein Vorhängeschloss. Man muss einen Schlüssel haben, um ihn zu öffnen. Entschuldige, Carla. Ja, mein Schätzchen. Du scheinst richtig erschöpft. Bin ich, mein Lieber. Gestern früh war ich etwas unpässlich. Mein Magen. Ich nahm eine Tablette dagegen. Dabei vergaß ich, dass man sie nicht mit Alkohol mischen darf. Das hat mich völlig umgehauen. Am Nachmittag trank ich einen Cocktail. Türkische Leidenschaft. Übrigens eine meiner Kreationen. Du kannst es dir nicht vorstellen, mein Lieber. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein schlanker Körper schien eine Tonne zu wiegen. Fürchterlich.
Heute geht es mir schon besser, aber ich fühle mich immer noch nicht gut. Ich muss mich noch ausruhen. Leidest du unter Magenbeschwerden? Naja, sporadisch fühle ich mich etwas unpässlich. Ja, du weißt, schon ab und zu übertreibt man etwas und, naja, sowas passiert. Zufällig habe ich heute etwas Sodbrennen. Kannst du mir eine deiner Tabletten geben? Oh, es tut mir leid, aber ich habe keine mehr. Genau genommen, als ich gestern eine nehmen wollte, sah ich, dass im Glas nur noch zwei waren. Ich nahm eine und die zweite fiel auf den Boden und durch das kleine Gitter. Und du sagst, wenn man diese Tabletten mit Alkohol mischt, geht man völlig K.O.? Ich garantiere es, Schätzchen. Diese Mischung ist eine Granate und die Wirkung hält stundenlang vor. Türkische Leidenschaft, sagtest du? Und was ist da drin? Tja, das ist ein Berufsgeheimnis, mein Lieber. Meine wunderbaren Cocktails sind berühmt. Türkische Leidenschaft.